Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem schönen und, ach, einfach wunderbaren Video. Mit dabei ist heute mein Lieblingsfreund, das Feuerzeug, auf dem cool draufsteht. Und tatsächlich hat sich auch irgendwie hier in den Teamspeak reingekrochen. Vive HD. Schön, dass du da bist, Lukas. Schönen guten Abend. Hi. Ja, meine Freunde, ihr merkt momentan, ich bin wieder auf dem Ausraster-Grind, was meine Reactions hier angeht. Deshalb schauen wir uns heute auch wieder Ausraster an. Und dieses Mal tatsächlich, wer könnte es anders sein, von mir. Denn jeder weiß, dass ich der... Warum sagst du das nicht vorher, Junge? Halt deine Fresse! Jeder weiß, dass ich mit Abstand der angenehmste und netteste Teammate in Fortnite bin, den man sich hätte geben können. Nee. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach heute mal die besten Revi-Ausraster an. Let's go, Lukas. Auf geht der Hase. Let's go, Digga. Da hab ich jetzt da richtig Lust drauf. Ja. Gut, da mit meinem Content hier erstmal Geld machen, das Video werde ich dann erstmal wegstriken an der Stelle, mein Freund. Wenn du schon so ehrenvoll bist und hier einfach tatsächlich eine Ausraster-Compilation von mir hochlädst, ja, vor 3 Tagen, dann wäre es nett, wenn du da wenigstens meinen Creator-Code eingeblendet hättest. Aber das haben wir hier von alleine schon geklärt. So, ich würde sagen, let's go. Oh, mit Cengiz. So, man sieht hier gerade, wie ich am Laufen bin. Mann! Ach, Mann, Alter. Tschüss! Der Greenscreen fällt so um, Alter. Ja, das war. War der kaputt, oder? Bisschen. Tschüss. Guck mal, Thomas sitzt die ganze Zeit im Hintergrund. Und macht nichts. Hä? Guck mal, als wäre das so normal für den. Alter, was meinst du, ob der gekündigt hat, Junge? Der war fertig mit dem Leben. Junge, was ist denn falsch mit dir? Schaut euch meinen Mülleimer an. Schaut euch meinen Mülleimer an. Das ist Kunst, okay? Digga! Ich zahl $10,000, sagt er. Stark. Sehr geil. Oh, Junge, ich bin raus! Ja, aber guck mal, das ist ja noch relativ entspannt. Ja, es geht. Also ich mache nicht mehr so viel kaputt tatsächlich, das habe ich mir angewöhnt. Das Ding ist auch, ich bin hier unten in einem Betonkeller mit einem sehr, sehr massiven Schreibtisch. Wenn ich hier drauf haue, dann mache ich meine Hand kaputt, aber nicht den Tisch. Kannst du einmal zeigen? Ja, kleinen Moment. Ja. Au! Ja, da war ich ein bisschen salzig. Wie ich dann auch immer die Mitspieler frame, das ist das Wichtigste, Alter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich Standard-Skill deutlich schlimmer. Jetzt kommen wir in die Fallen-Skill, oh. Ja, Mann. Ey, das ist doch Scheiße. Die Kette, oh, wir wissen alle, wie das endet. Wir wissen alle, wie das endet. Ich kenn's nicht. Das Video hat fast 5 Millionen Aufrufe. Ich kenn's nicht. Ah, das war mit der Hand. Ja, gut, das an der Stelle überspringen wir da einfach mal. Ich krieg jedes Mal Panikanfälle, wenn ich das sehe, Alter. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die 10.000 Euro, die haben mir geschmeckt. Aha! Ja, aber an der Stelle gehen mal Props raus. Ja. Grüner Pulli vor einem Greenscreen. Du weißt, absolut läuft, intelligent. Boah, guck mal, eine Tastatur. Ja, Junge! Huch. Ja, moin, Junge, was denn da passiert? Guck mal, dieses Bild, Alter. Das ist, glaube ich, mein Profilbild bei Skype immer noch. Ja, Leute, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin deutlich ruhiger geworden, ich bin erwachsener geworden, ja. Nein, es hat bist sich. Du, nicht. Du hältst die Frösche. Es hat sich wirklich einiges geändert in meinem Leben. Ich bin deutlich relaxter mittlerweile. Das war aber auch das UFO. Ich hab mir gerade den Rücken an meinem Sitz. Ach, das war mit Destiny? War das Video? Haben wir da nicht sogar zusammen aufgenommen? Willst du nicht OBS oder wie? Ach nein, Junge. Der Ach Freund. Nein. Achtung, jetzt komm ich. Ja. Was geht? 52 Minuten auf dem gleichen Müllfeld. Ja, da erinnere ich mich. Leute, ganz ehrlich, wir hören auf. Bin ich mal so. Wir haben wirklich 2 Stunden haben wir in dieser Map gespielt und wir sind nicht weitergekommen. Ja, guck mal hier. Es bin's aber auch, guck mal, ich bin's auch selber schuld, wenn ich so dumm sterbe. Zeig dir meine Hand raus. Hallo! Hey, war die frickt oder was? Ne, ich hab eine Maus kaputt gemacht und die andere Maus war aber noch eingesteckt, Alter. Und dann ist das passiert. Ja! Ja! Digga! Guck da ist die Maus, siehst du? Ey, du da ist so die behindert. Maus, ja. Ja, so aber das behindert. War auch, die war ja auch kaputt, die war ja eh schon kaputt, ne? Also ja. Dann dachte ich mir, da wenigstens nochmal für ein Clickbait, für den Thumbnail nochmal eine Maus zerstören, wenn sie eh schon kaputt ist. Ist nicht dumm.
Ist nicht dumm, ja? War berechnend. Das Ding ist, ich habe die Maus ja geworfen und jemand am Hinterkopf getroffen, der ist jetzt tot. Es ist wirklich, unangenehmer. Also es ist wirklich unangenehmer, als ich dachte, sich das anzugucken. Was ist denn bei dir los? Ich habe lange keine Maus mehr kaputt gemacht. Auch keine Tastatur. Ups. Wer kennt's, oder? Digga, krass. Innovativ. Das war damals neu. Guck mal, wie Fortnite da noch aussah. Ja. Warum rastet man da aus? Weil ich das Haus abbauen wollte und ich durfte. Du wärst in der 20 Kills Runde gewesen. Lukas, siehst du die 36 da? Ah, das waren die Kills. Das war ein Bug. Das waren meine Kills. Ah, ich trottel, Auch nochmal Shoutout an Thomas Zensurskills. Man kann das Wort trotzdem noch verstehen. Leo, da musst du wohl echt nochmal nachbessern. Oh, hi. Nein, das Haus stürzt ein. Ja, er ist runtergefallen. Da, Tino T. Du bist ein dreckiger Hund. Hat mir nichts getan, der Typ. Oh, Paradise. Guck mal. Wie ich da nicht getroffen hab, Alter. Ist das peinlich, Junge. Wie kommt er denn? Wie wir leben? Und guck mal. Einfach alles zensiert. Da war kein normales Wort dabei. Beste Reaktion von Tobi, Junge. Hey, wer ist das? Luca? Ja. Lol. Okay. Guck mal, der Bot. Nein, toll. Super, hast du klasse gemacht. Also da muss ich direkt mal sagen, hier... Mann, es waren 13! Halt dein Maul! Tja, Grüße gehen daraus an der Stelle an Luca. Ich würde sagen, wir haben hier noch eine... also man findet also überraschenderweise gar nicht so viele Rage-Dinger von mir. Scheinbar findet man die halt von relevanten YouTubern. Wahrscheinlich einfach, weil ich nicht so viel ausraste, genau. Ich bin schon hier drin. Boah, Bruder, dafür gibt's einen Twitch-Bann. Das darfst du nicht sagen, sowas. Ach so. Dena, komm mal jetzt der Edit. Du kannst alle meine Unge spielt Fortnite. Natürlich. Krasser Edit, oder? Hast du gesehen? Ja. Heftig. So, jetzt geht's hier mal schön. Lol, er campt in diesem Haus drin. Oh Junge, die geilste Waffe damals, oder? Guck mal, wie die damals noch gar nicht gebaut haben, Alter. Digga, ich schwöre, ich hätte heute so rasiert, ne? Oh mein Gott, Alter. Wie schlecht ich damals war. Es ist unglaublich. Nice, er hat mir die so voll gelassen. Okay, was, also, Lukas, also, das sind jetzt keine Ausraster mehr an der Stelle, aber ich glaube, es kommen gleich noch welche. Aber singen kann ich gut. Ja, ja. Was ist da? Das ist ein Revinzer in seiner natürlichen Umgebung. Mhm. Oh, guck mal, diese Map, Alter. Season 2, Alter. Made of Town, Digga. Initiate. Junge, guck mal, ich hab 10.000 Euro für die Rundfunklizenz damals gesammelt. Der Mate pusht von rechts. Nope. Oh, Junge. Ach, Mann, Alter. Down. Oh. Ja, warte. Warte, jetzt. Bam, Junge! Oh. Was ist das, du? Upsi. Warum bin ich bin ja aber auch immer so sauer und salty. Kann das sein? Hä, nein, du bist doch nicht salty oder sauer manchmal. Würdest du sagen, ich bin Salty Springs, die Quelle des Salzes? Das würde ich schon sagen, ja. Okay. Übrigens, das Geld, was ich für die Rundfunklizenz gesammelt habe, habe ich einfach versoffen. Digga, besser ist es auch. Den treffe ich doch niemals, oder? Lol. Oh. Wow. Alter. Bin ein ziemlich krasser Spieler. Ansi-Sache, Bruder. Geschmackssache. Ey, kann ich mal ganz kurz dafür bitte einen Applaus haben, dass ich den genutzt habe? Es juckt doch keinen. Das sind alles meine Väter. Guck mal, wie schön ich am Achtung. Da kommt der Rush, Digga. Boah. Achtung. Boah, aber auf ganz Geheimagentenmission hier heute. Oh! Pass auf jetzt. Digga, die raffen auch gar nichts. Was? Ey, Digga, ich raste aus, Alter. Ganz ehrlich, fix euer Game, Alter. Oh, das, also. Ich frag mich jetzt gerade, was jetzt an dem Game dann falsch war. Warum das Game fixen? Weil das Game schlecht ist und die mussten das fixen. Hast du nicht verstanden? Das war doch offensichtlich, dass das Game schuld ist, nicht ich, oder? Ja, okay, stimmt. Ja, genau. Nach dem Headshot! 2 AP, Alter.
Ja gut, da muss man das Game aber wirklich fixen. Also das ist unfair. Nee, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Da hab ich wirklich keinen Bock mehr drauf, Alter. 7 AP bei dem Headshot. Come on, Digga. Ey, was ist denn das? Ganz ehrlich, Mann, da kann mir keiner erzählen, dass das richtig läuft. Das läuft richtig tatsächlich. Also du hast einfach reingeschissen, Revi. Du hast da nicht getroffen und in der Retro-Perspektive muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, meine Freunde. Wir sind auf jeden Fall über 10 Minuten gekommen. Es war für mich mehr unangenehm als geil. Das ist aber tatsächlich in Ordnung, weil es mir öfters so geht, wenn ich aus Versehen auf den Kanal von Evive komme. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr bei Evive vorbeischaut. Seid ihr selber schuld. Lasst genau, auf Wiedersehen. Ciao.